Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ostriff. Hier ist der Lama und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid und so eifrig zuseht und sage ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle wieder einmal für eure zahlreichen Kommentare. Schön, dass ihr so aktiv dabei seid und ja, wie kann man hier nicht leben wollen, hat Stefan geschrieben und damit hat er recht. In dieser kleinen verträumten Siedlung möchte man eigentlich nur zu Hause sein. Ganz so hat es in der letzten Folge nicht geklappt. Eine Familie hat es anders gesehen. Darauf gehe ich jetzt auch nochmal ganz bewusst etwas näher ein, um vielleicht die ein oder andere Frage nochmal aufzuwerfen, aufzugreifen, vielleicht zu beantworten und vielleicht daraus nützliche Schlüsse zu ziehen, die uns beim zukünftigen Aufbau einer Siedlung hilfreich sein könnten. Jaroslava und Stanislav haben hier in diesem Haus gewohnt. Das war eine fünfköpfige Familie und wir haben es nicht geschafft, im zurückliegenden Jahr oder in der zurückliegenden Erntesaison, sagen wir es mal so, denn das Jahr ist ja noch nicht so lang vorbei, sie bei uns zu halten und die Familie auch mit Löhnen zu versorgen, so zu versorgen, dass sie sich hier wohlfühlen, dass ihr Wohlstand wächst und sie sich davon auch die notwendige Nahrung kaufen können. Ein Problem ist natürlich, dass Familien, die drei Kinder haben, das haben wir gestern gelernt, es sehr, sehr schwer haben, ihren Wohlstandswert aufrechtzuerhalten und wirklich auch eine fünfköpfige Familie versorgen zu können. Das hat nicht so gut geklappt. Das Hauptproblem war aber, dass Jaroslava, die Frau, und Stanislav, der Mann, einfach nicht zur Arbeit zu bewegen waren, egal was wir versucht haben. Was haben wir denn versucht? Wir haben sehr viele Bauprojekte zur Verfügung gestellt. Das waren unter anderem drei Wohngebäude, eine Weberei, eine Ölmühle und ein neuer Kuhstall. Damit noch nicht genug. Wir haben sogar hier hinten gleich noch die Heuproduktion gesetzt, sodass man hätte auch direkt anfangen können, noch Heu zu trocknen. Das hat nicht hingehauen. Weder Vater noch Mutter waren dafür zu begeistern, arbeiten zu gehen. Die Frau noch eher, die hat noch eine Zeit lang auf dem Feld geholfen, hat es aber allein nicht bewerkstelligen können, genug Geld mit nach Hause zu bringen, um sich die Nahrung kaufen zu können. Wir haben dann im Anschluss als zweite Möglichkeit die Gehälter in unserer Ökonomieeinstellung im Rathaus wieder erhöht auf 2,5 Auszahlungen und auch das hat nicht gereicht, um sie zur Arbeit zu bewegen oder sie ausreichend zu entlohnen, sodass die Familie trotzdem verarmte. Nichtsdestotrotz und zu guter Letzt haben wir dafür gesorgt, dass an anderen Produktionsstätten weniger Arbeiter zur Verfügung stehen, sodass der Vater hätte umziehen können, zum Beispiel hier in unseren Holzfäller, in dem jetzt immer noch zwei Angestellte gesucht werden und nicht zu finden sind. Also es gibt hier immer noch einen Mehrbedarf an Arbeit, aber auch hier war die Tätigkeit einfach nicht zufriedenstellend für ihn. Komischerweise hätte man ja auch vermuten können, okay, der Arbeitsweg ist ihm zu lang, aber nein, selbst Bewohner aus so einem Haus haben sich dann die Wegstrecke auf sich genommen und sind dann zum Holzfäller zum Beispiel gegangen. Also auch an der Wegstrecke hat es nicht gelegen. Arbeit gab es also an Baustellen und anderen Betrieben, das war also auch nicht das Problem. Und wir haben sogar noch schlussendlich versucht, sie manuell hier einzusetzen, indem wir die Angestellten, die schon drin sind, gefeuert haben, bis dann endlich mal Jaroslava drin stand und versorgt werden konnte, beziehungsweise also eine Arbeitsstelle besaß. Und trotzdem hat es hier leider nicht gereicht für diese Familie. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was kann man noch anders machen? Wir wissen, dass wir gestern noch zeitweise die Ökonomieeinstellung etwas niedriger gesetzt hatten. Das heißt, wir haben weniger Löhne ausgezahlt, haben zwar ein kleines bisschen mehr Miete verlangt, aber auch die Marktpreise waren nochmal um 10% höher. Das heißt, jedes Mal, wenn sie sich Essen gekauft haben hier an unseren Marktständen, dann mussten sie mehr bezahlen und haben gleichzeitig weniger Lohn bekommen. Das ist jetzt nicht mehr so, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ja, die Marktstände sind natürlich besetzt. Wir bieten hier bei Arbeitskraft Kartoffel, Mehl und Fisch an. Und das musste auch so sein, damit die Wege für unsere Bewohner auf dieser Seite nicht zu lang werden. Sie hätten sich zwar die Nahrungsmittel auch von unserem Marktplatz abgeholt, aber hier an diesem Zwischenmarktplatz ging das auch und hat auch alle mit Nahrungsmitteln versorgen können. So,
Das war jetzt eine ziemlich lange Vorrede, aber das hat seinen Grund. Denn wir gucken uns jetzt nochmal unsere Ökonomie etwas genauer und spezifischer an, differenzieren das Ganze nochmal ein bisschen aus und müssen uns dann wirklich überlegen, was ist sinnig und was ist nicht sinnig. Ihr seht, wir haben 488, ich sage jetzt mal Taler, man kann auch Rubel sagen, man kann sagen Einheiten, ich weiß im Moment nicht, was es für ein Wert ist, aber wir haben 488 Kohlen auf dem Heu und das Ganze hält sich relativ stabil. Dieses Geld beginnt bei einem Zähler von etwa 1000. Also wir haben 1000 Taler, 1000 Gold zur Verfügung und mit dem können wir fuhrwerken. Was können wir denn damit machen? Wir können Löhne auszahlen, wir können neue Projekte planen, Häuser bauen, wir können in den Import einsteigen und über unseren Handelsposten, also das Geld verscherbeln, kriegen dafür zum Beispiel Kühe oder andere Gegenstände, die wir uns in unsere Siedlung importieren möchten, dafür geben wir Geld aus. Wenn wir jetzt mal lediglich bei den Löhnen bleiben, dann passiert hier Folgendes. Ich habe einen gewissen Grundwert, mit dem ich hausiere, haushalte, von dem ich also weiß, er wird weniger, denn je mehr Familien wir haben, desto mehr Löhne werde ich auch auszahlen. Das heißt, die Zahl sinkt schneller. Weil die Zahl so schnell gesunken ist, habe ich diese Ökonomie mit Hilfe eurer Tipps auch versucht zu beherzigen und runterzusetzen oder umzustellen, sodass wir also insgesamt ein kleines bisschen mehr in unsere Stadtkasse spülen, aber eigentlich, und das ist das, worauf ich jetzt hinaus will, eigentlich ist das nicht notwendig. Denn wenn wir mal ganz genau hier in dieses System reinschauen, dann passiert hier eigentlich nichts weiter, als dass wir eine Umverteilung des Ressourcenanteils der Taler oder des Goldes vornehmen. Das heißt, das Geld, was wir auszahlen an Löhnen, ist zwar nicht mehr auf unserem Stadtkonto, aber es ist im Grunde genommen auch nicht weg. Denn es wird in Wohlstand in den Dörfchen hier oder in den kleinen Hütten abgespeichert, abgelegt, ist zwar nicht mehr in der Stadtkasse, aber es ist eigentlich auch noch Geld, was zur Verfügung steht für uns und wieder zurück in die Stadtkasse gespült werden kann. Und das ist jetzt der interessante Punkt. Je mehr Wohlstand unsere Mieter haben, unsere Bauern, unsere Feldarbeiter, desto eher bleiben sie bei uns. Wenn sie kein Geld mehr haben und sich kein Essen mehr leisten können, ziehen sie natürlich aus. Das heißt, wir wollen sie halten, indem sie auch adäquat genug verdienen können. Wenn das der Fall ist und jedes Wohnhaus einen gewissen Anteil an Wohlstand hat, dann besteht die Möglichkeit, dass sie sich auf den Marktplätzen eben die Nahrungsmittel kaufen oder Schuhe oder Kleidung oder was auch immer sie möchten oder was wir herstellen und spülen das Geld wieder zurück in die Stadtkasse, sodass wir es wiederum als Löhne auszahlen können. Das heißt, es ist nichts weiter als ein Wechselwirkungsprinzip, was hier stattfindet. Ein Prinzip der Umverteilung, Umschichtung von Geldern, die wir uns mit etwas Überlegung wieder zurückholen können. Deswegen ist wirklich die spannende Frage, macht es wirklich Sinn, hier etwas umzuändern oder nicht? Denn eigentlich nicht. Denn es wird ja immer wieder zurückgespült. Wir gefährden damit wahrscheinlich nur in gewisser Weise die Sicherheit unserer Bewohner. Hätte ich das nämlich gestern auf den Standardwerten noch stehen gelassen, wie zum Beispiel die 2,5 ist der Standardwert der Auszahlung eines Lohnes. Wir haben 100% in den Marktplätzen als Preisveranlagung und die Häusermiete liegt auf 0,3 Einheiten. Das heißt, dann hätte es vielleicht mit ganz viel Spekulation und einem ganz dünnen, hauchdünnen vielleicht noch gereicht, dass unsere Bewohner nicht ausgezogen wären, weil sie noch ein bisschen mehr Wohlstand gehabt hätten. So, wir ergänzen uns jetzt einfach diese Zahl, die hier immer wieder hoch und runter springt, durch abhängig von unseren Verkäufen, indem wir in den Export gehen und im nächsten Jahr einfach wieder mehr mit Handel beschäftigt sein werden. Wir haben jetzt hier im Moment noch ein paar Rohstoffe drin. Es ist nicht sonderlich viel. Das, was wir im Moment durch eine Farm mit Felderrotation erwirtschaften, bleibt uns erhalten für unsere Dorfgemeinschaft und deren Versorgung. Sobald aber im nächsten Jahr die zweite Farm und die damit verbundene zweite Feldrotation mitbeginnt, werden wir nicht nur eine Überproduktion haben an Sonnenblumen, sondern auch an Kartoffeln, Hanf und Weizen.
Und diese Überproduktion können wir uns nutzbar machen, um im nächsten Jahr in den Export richtig massiv einzusteigen und damit noch mehr Geld zu machen und damit auch diese Stadtkasse, die im Moment jetzt noch ein bisschen rückläufig ist, wieder aufzufrischen. Also es kann eigentlich rein theoretisch überhaupt gar nichts passieren. Deswegen denke ich, so lassen wir es jetzt auch eingestellt. Ich habe also die Standardwerte wiederhergestellt in der Ökonomieverteilung des Rathauses. Wir haben im Moment auch keine Schwierigkeiten mit unseren Bewohnern. Wir haben also eine neue Familie mit Sohn und Tochter, also vierköpfig, nicht fünfköpfig. Das heißt, der Wohlstand, sobald beide arbeiten, wird wieder zunehmen. Und wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Wohlstand sich auch weiter steigert. Und damit wir hier sämtliche Betriebe wieder bedienen können, weil hier fehlt es immer noch an Arbeitern. Wir müssen gleich mal gucken, wo die alle stecken. Die ganzen Männer sind nämlich jetzt wahrscheinlich hier noch mit den Aufbauarbeiten beschäftigt, die jetzt auch gerne mit dazukommen dürfen noch. Die Weberei, die zweite, stört mich gar nicht. Und der Kuhstall, wie gesagt, der darf auch noch fertig werden. Aber wir werden hier natürlich auch bei Gelegenheit die Männer hier noch mit rausnehmen und auch hier müssen nicht im Schneider vier Personen arbeiten. Wir gucken gleich mal, was wir hier an Kleidungsstücken jetzt auf Vorsorge schon haben. Das reicht noch gar nicht. Die Kleidungsproduktion hinkt noch ein kleines bisschen hinterher, trotz vier Angestellter. Obwohl 2,3 haben wir drin. Das heißt, wenn die jetzt noch hierher transportiert werden, dann müssen wir gleich mal gucken. Wir nehmen mal noch einen Arbeiter mit Kart dazu. Dann kann der nämlich viel mehr Kleidung auf einen Schlag transportieren. Dann muss das nicht die Angestellte alles mit Hand holen. Dann können wir hier wieder Kleidung verkaufen und diese Kleidung wird dann gekauft von unseren besser Verdienenden. Die Wohlstandswerte liegen hier nach wie vor recht hoch auf 69 und hier sogar auf 73. Und das ist sogar unser Holzfäller, der hier so viel verdient hat. Und Olha, die, oder Olja, je nachdem wie man es ausspricht, die Frau von ihm arbeitet als Marktschreierin und verdient sich damit auch noch eine goldene Nase. Also da kann eigentlich nicht viel passieren. Ich denke, durch diese Grundüberlegung, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, in welche Richtung ich hier denke und könnt das auch mit mir teilen. Ich denke, das haut schon alles so hin im Moment, auch von den Arbeitskräften. Ein Haus darf jetzt erstmal noch dazukommen aufgrund unsere Ölmühle, sage ich jetzt einfach mal, ich habe direkt eine Ölmühle vor der Haustür stehen, die ganz tolle Sachen anbieten, deswegen sage ich jetzt einfach mal Ölmühle dazu, wenn ihr auch keinen Wasser- oder Flusslauf entlang geht, aber es klingt einfach schön. Und wir gucken mal, was könnt ihr denn im Moment machen? Wir haben ein bisschen Sonnenblume, also eigentlich können wir hier schon mal ein bis zwei Arbeiter einsetzen und können mal Sonnenblumenöl herstellen und das kann dann sogar hier eingelagert werden und dann könnten wir mit Merefa in den Handel einsteigen, denn Sonnenblumenöl bringt richtig Knete. So, okay, wir müssen immer mal so ein bisschen aufpassen zwischendurch, dass wir hier Handelsbeziehungen wahrnehmen können zu Merefa oder Balaklia im Moment jedenfalls. Und lassen hier einfach noch ein kleines bisschen den Zeitaspekt laufen, denn es wird ja dann bald wieder März und dann werden wir mal gucken, wie schnell es geht, unsere Felder hier bewirtschaften zu können. Die Weberei ist fertig. Family is out of money. Da gucken wir gleich mal. Minus 0,2. Der Vater arbeitet. Die Mutter ist arbeitslos. Es ist eine vierköpfige Familie. Die zwei Töchter haben im Moment nichts zu essen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir für die Frau eine Arbeitsstelle finden. Wir gucken mal, ob wir hier eine Frau reinbekommen. Wie heißt denn die? Natalia. Natalia muss hier angestellt werden. Oder, aber Natalia arbeitet hier. Wir gucken mal, ob wir sie hier reinkriegen. Nee. Versuchen wir es nochmal. Diesmal machen wir es gleich so, dass wir immer wieder in die Anheuerung gehen. Es ist halt die Frage, ob hier wirklich nur Männer angestellt werden oder ob hier auch Frauen möglich sind. Das müssen wir mal schauen. Ansonsten hätten wir jetzt hier auch noch eine Weberei. Da könnten wir auch noch versuchen. Jana. Im Moment ist hier noch keine Natalia mit drin.
Aber es wird ja noch angeheuert. Wir werden sehen. Der Weg ist ja... Ach, sie hat jetzt eine Arbeit. Aha. Beim Schneider. Tatsächlich. Also sie arbeitet jetzt beim Schneider und dafür ist der Mann im Moment in der Zeitarbeit. Okay, also der Wohlstand steigt auf jeden Fall schon mal wieder an und durch die Auszahlung des Mehrverdienstes geht das auch. Also wir könnten sogar überlegen, die Miete noch ein kleines bisschen runterzusetzen. Das heißt, sie müssen hier nicht so viel Entgelt bezahlen für den Moment, sodass sich hier dieser Wohlstandswert wieder ein kleines bisschen erholen kann. Und wenn wir dann ins Frühjahr gehen, dann hat sich's sowieso erübrigt, denn dann müssen wir uns eigentlich nicht um wirklich so viel kümmern, denn dann brauchen wir die Feldarbeiter und das muss dann auch wirklich flott und zügig von der Hand gehen. Ich hoffe, dass bis dahin vielleicht auch noch die Häuser hier fertig werden können. Müssen wir mal schauen. Jetzt arbeiten hier wieder zwei in der Holzfällerhütte, das ist auch nicht schlecht. Also wir müssen das immer so ein kleines bisschen begutachten, hier auch bei dieser Hütte, obwohl hier geht es auch noch. Mutter ist im Schneider, Vater ist in der Zeitarbeit. Hier ist genug Wohlstand drin, das ist nicht so schlimm, dass der Vater arbeitslos ist. Also da müssen wir immer so ein kleines bisschen zwischendurch vielleicht auch mal durchklicken. Die haben sich hier schon richtig schön den Rubel unter die Nase gerieben. Aber... es gibt auch Familien, bei denen klemmt es so ein bisschen und um die müssen wir uns explizit kümmern, aber auch hier sind wir jetzt schon wieder auf einem grünen Zweig. Das funktioniert doch schon mal richtig dufte. Wie viel Fisch haben wir noch? 10,1 Einheiten, da darf also auch nichts anbrennen oder sollte nichts anbrennen. Hier sind jetzt eigentlich auch wieder genug Baumstämme vorhanden, also könnten wir davon ausgehen, dass wir hier eigentlich auch mal noch jemanden reinsetzen könnten, obwohl hier sind im Moment so viel Zeitarbeiter drin, das lohnt sich gar nicht. Es sind auch genug Karren da. Wir könnten fast noch einen Karren hier mit dahin packen, denn die sind fast vollkommen ausgelastet. Verzichten wir vielleicht für den Moment mal noch drauf. Wir könnten hier noch ein paar Wagen hinsetzen, falls die nicht reichen sollten, aber das können wir mal beobachten. Im Moment sind hier drei drin. Es haut vielleicht noch hin. Sehr schön. Und hier wird auch schon richtig schön Sonnenblumenöl hergestellt. Ausgezeichnet. Das heißt, wir können anfangen, hier eine Umverteilung vorzunehmen. Das heißt, wir nehmen hier Sonnenblumenöl schon mal in unsere Liste rein. Wir gehen auf 5 Einheiten. Das kann also transportiert werden. Und darüber hinaus bieten wir auf unseren Marktplätzen jetzt auch noch zusätzlich Sonnenblumenöl an. Dafür nehmen wir hier den Fisch einmal raus und setzen hier auf Sonnenblumenöl. Denn in diesem Marktstand gibt es noch Fisch und wir wollen ja Sonnenblumenöl zusätzlich als Verkaufsgut anbieten. Und damit ist gewährleistet, dass wir noch mehr Einkommen wieder zurückerhalten und trotz der wenigen Miete der Häuser und der Wiederzurücksetzung der Löhne, also der Anhebung der Löhne, halten wir uns hier relativ gut konstant auf diesem 480er Wert. Das heißt, wir haben bisher alles richtig gemacht und es ist alles in bester Ordnung. Tja, mein lieber Rüdi, du hast hier richtig recht gehabt. Das ist einfach fantastisch, was wir hier beobachten können. Dass also die Häuser vor den, die Bänke vor den Häusern so rum, sich hier richtig bezahlt machen. Also das klappt hier richtig gut. Die gehen rein, wärmen sich schön auf und kommen dann im Anschluss raus und setzen sich auf die Bänke ganz gemütlich und genießen ihren freien Nachmittag oder wie auch immer. Hier machen wir mal so eine kleine Bauminsel. So, ich denke, das sieht ganz gut aus. Und das können wir natürlich dann auch noch weiterführend auf der anderen Seite machen, dass auch hier möglichst viel Ruhepole zur Verfügung stehen für unsere Angestellten, dass sie sich schön ausruhen. Ähnliches haben wir ja hier auf dieser Seite auch gemacht, aber hier sind die Bänke noch nicht ganz so angenommen worden. Hier sitzt man noch nicht ganz so gerne drauf. Schauen wir uns aber mal noch an. Ja, ich denke, ich habe soweit erstmal ein gutes ökonomisches Mittel gefunden, mit dem wir jetzt Gas geben können. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir besprechen können. Zum einen hat der Thiel noch geschrieben. Thiel, vielen Dank für deinen Kommentar. Denn natürlich, du hast recht, der
Schlachtermeister. Natürlich wird er sich um unsere alten Kühe kümmern und wird sie auch schlachten, wenn sie das Schlachtereifealter erreicht haben oder einfach schlichtweg zu alt sind. Dann erhalten wir also als Ressourcen Fleisch und Fell. Und dieses Fell muss vom Gerber noch umgesetzt werden. Und da hast du völlig recht, das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Das heißt, wir brauchen hier die Tannery noch. Und zwar werden wir von dem Fell dann Leder produzieren und diese Kette, die darf uns natürlich hier nicht fehlen. Das heißt, wir setzen vielleicht mal diesen Herstellungsbetrieb. Ja, das können wir uns jetzt natürlich wieder überlegen, wo wir hier die goldene Waagschale legen werden. Aber ich glaube, das wäre hier gar nicht so verkehrt, wenn wir die Produktion dessen hierhin verlagern. Es ist in der Nähe von unseren Kühen. In der Nähe von unserem Fleischermeister und dann kann die Schuhproduktion dann auch hierhin. Dieses Gebäude ist jetzt allerdings nur peripher notwendig. Das heißt, wir müssen das noch gar nicht bauen. Das kommt jetzt nur mal in die Planungsliste mit rein. Hier werden auch erstmal die Bäume dann abgefällt von unseren Holzfällern. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir hier noch Angestellte drin haben. Jawohl, zwei. Und wir können auch den Schuhmacher dann noch planen, aber wir brauchen ja eh erstmal die fähigen Kühe dafür und die sind alle noch nicht alt genug, um in die Schlachtung zu gehen. Also lassen wir das und heben uns das mal noch auf. So, es war ein Händler da. Wir müssen noch mal gucken. Von Merefa. Richtig. Merefa kauft Sonnenblumenöl und jetzt gucken wir mal, ob dieses Sonnenblumenöl schon hier angekommen ist. Noch nicht ganz. Wir haben 3 von 5 Einheiten drin und es ist immer noch in der Produktion ganz viel. Und das heißt, wir müssten hier auf dem Markt eigentlich auch schon Sonnenblumenöl anbieten. Jawohl, hier ist schon was drin. Gespeichert auf jeden Fall Mehl und Sonnenblumenöl. Es fehlt noch an Milch und Kartoffeln, die wir jetzt leider noch nicht haben. Die sind alle im Handelsposten drin, aber wir werden die Kartoffeln dann natürlich für den Handel benutzen und auch brauchen können. Dadurch, dass wir jetzt gleich in den nächsten Ernterhythmus kommen, ist das mit den Kartoffeln wirklich kein Problem, denn jetzt fängt gleich die Überproduktion an und darauf freue ich mich schon wahnsinnig. So, das heißt, wir werden jetzt schon mal unsere Bauern hier so zuweisen können, dass wir hier erstmal wir nehmen jetzt mal die Männer hier hauptsächlich aus den Betrieben raus. Auch hier aus dem Weber können jetzt Frauen raus. Auch hier. Die einzige, die ich hier drin lassen möchte, massiv drin lassen, ist die Natalia, damit diese Familie also nicht in die Verlegenheit kommt, arm zu werden. Und sie ist die einzige, die jetzt hier noch weiterarbeiten darf, damit diese Familie hier also noch im Aufbau ihres Wohlstandes bleibt, denn der ist schon wieder durch den Einkauf von Nahrungsmitteln nach unten gegangen und das wollen wir, wie gesagt, nicht. Alle anderen Frauen und vielleicht auch Männer, die jetzt nicht im Aufbau von Häusern oder Bauwerken beschäftigt sind, die dürfen jetzt auf unsere Felder marschieren. So, hier kommen schon mal die Kühe auf die Weide, ausgesprochen gut. Wir sind jetzt bei 13 Tieren, wahrscheinlich steigender Tendenz, werden wir mal beobachten. Und ich bin neugierig, wie schnell das jetzt hier mit der Aussaat funktionieren wird. Wir brauchen hier vermute ich jedenfalls, wieder eine Angestellte, die sich um den Flug kümmern wird. So, kommt noch eine Einheit an Sonnenblumenöl, dann sollte es wirklich losgehen. Und ihr könnt jetzt Gas geben, ihr müsst Gas geben, ihr müsst jetzt auf die Felder. Es nützt nichts. Wir werden hier auch die zwei aus dem Holzfäller mal rausnehmen. Nägel haben wir genug. Eisen ist auch genug vorhanden. Das haben sie sich inzwischen hier aus dem Handelsposten auch rausgeholt. Ausgesprochen gut. Also das sieht doch gut aus. Müssen wir uns eigentlich gerade um nichts weiter kümmern und können mal beobachten, wie schnell das jetzt geht. Hier oben ist schon die erste Aussaat im Gange. Hier würde ich mir gerne noch einen Flug ordern, aber wir brauchen, wie gesagt, die zwei erwachsenen Ochsen. Die Ochsen, die wir hier bei uns haben, sind offensichtlich noch nicht alt genug. Wir haben
einen Ochsen, der ein Jahr alt ist, und noch einen Ochsen, der 8 Monate alt ist, ist halt natürlich die Frage, wann ist der dann erwachsen? Wenn er vielleicht 2 Jahre alt ist, können wir es nochmal versuchen. Aber wir kommen auch ohne Flug im Moment noch ganz gut aus. So, die Aussaat wird aufgetragen und leider werden wir wahrscheinlich viel mehr in dieser Folge nicht schaffen. Ich bin im Moment ein bisschen noch in Zeitdruck, denn ich muss noch arbeiten und schaffe es jetzt gerade so, diese eine Folge noch so zwischen Tür und Angel fertigzustellen, damit ihr sie heute Abend dann auch pünktlich zur Abendstunde, zur entspannten Abendstunde erhalten könnt und anschauen könnt mit den weiteren Fortschritten und Überlegungen. Tja, dann gab es noch einen Beitrag von Thiel, der dann auch noch gesagt hat, du könntest dir auch mal überlegen, ob du nicht, wenn du genug Hanf hast, den wir wahrscheinlich, sage ich jetzt gleich vorab, durch die zwei Weber nicht in Überproduktion haben werden, denn wir wandeln den Hanf ja gleich in Textilien um. Aber sollten wir mal eine Überproduktion haben, sagt er, kannst du natürlich auch einmal Hanf auslassen und anstelle dessen Kartoffeln setzen. Dann hätten wir also 2 Kartoffelernten auf einem Feld pro Felderrotation. Das können wir uns wirklich mal überlegen, da gebe ich dir völlig recht, aber für den Moment gefällt mir das, wie wir es hier eingestellt haben, eigentlich wirklich gut. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und je nachdem, welche Rohstoffe dann wirklich in der Überproduktion stecken, zum Beispiel haben wir immer noch massiv Weizen bei uns gelagert, was wir gar nicht haben müssten. Hier kommt auch noch die zweite Mühle dann mit dazu, wenn hier die Erträge erstmalig dann auch von diesen Feldern dann dazukommen. Ich würde sagen, Thiel, das, was Überproduktion angeht, gucken wir uns einfach in der nächsten Folge dann mal an oder dann, wenn im Prinzip die Erträge dieser zweiten Farm mit bei uns sind. So, jetzt kommt hier noch die nächste Familie mit rein. Ich bin sehr, sehr begeistert, denn auch die können hier bei der Feldwirtschaft noch ein kleines bisschen helfen. Wenn die Aussaat hier vorbei ist, dann müssen wir natürlich wieder darauf achten, dass wir unsere Bewohner an anderer Stelle einsetzen. Aber schaut mal, was wir jetzt hier schon wieder an Geld haben. Das ist ein Wahnsinn. 547. Wir waren auf 480 im zurückliegenden Abschnitt und wir haben jetzt hier 10-mal Kartoffel und 5-mal Sonnenblume. Merefa ist jetzt leider schon weg. Der Händler ist nicht mehr bei uns. Das liegt aber wirklich auch daran, dass ich nicht eher hätte handeln können, weil ich wollte ja erstmal 5-mal Sonnenblumenöl hier drin haben. Wir können sogar das Ganze noch ein bisschen steigern. Wir können auch auf 10 erhöhen. Die können noch Sonnenblume umwandeln. Die produzieren nicht mehr weiter, wenn hier das Maximum von 5 erreicht ist. Das heißt, wir setzen hier das Ganze auf 10. Das heißt, wenn das nächste Mal der Händler kommt, können wir gleich mal 10-mal Sonnenblumenöl anbieten. Und es ist trotzdem noch was an Sonnenblumen vorhanden, um hier umgesetzt zu werden in Sonnenblumenöl, damit man dieses Sonnenblumenöl hier dann auf unserem Markt verkaufen kann. Ist also alles gut, ist auch noch genug gespeichert. Und es sieht wirklich ganz gut aus. Hier ist der Wohlstand jetzt relativ konstant. Der Vater übernimmt wieder Zeitarbeit. Das heißt, es steigert sich wieder so langsam, aber sicher. Ich bin begeistert. Also es brennt im Moment gar nichts. Es brennt im Moment nichts an. Und hier ist auch schon das Wachstum im Gange vom Weizen im Moment, wenn ich es richtig gesehen habe. Und hier kommt dann, ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt hier Brache drin ist oder ob das jetzt hier auch Weizen ist. Wo sind wir denn hier? Nee, das ist nicht Weizen. Was wird denn hier gerade angebaut? Wenn das hier Brache ist, dann müssen die das ja eigentlich gar nicht besehen. Müssen wir mal, kann nicht Brache sein, dann wäre es nicht gepflügt. Müssen wir das mal beobachten. Ich weiß gerade nicht, welche Feldfrucht aktuell hier ausgebracht wird. So, Merefa. Merefa ist bei uns. Das heißt, wir haben nochmal 25 Tage Zeit und können mit 10 Sonnenblumen handeln. Also das ist doch fantastisch. Wir setzen hier mal eine zweite Arbeitskraft ein, damit das noch schneller geht, denn die Aussaat ist fast abgeschlossen. Ein Feld wird noch gemacht, aber dann ist es schon gut. Ein Feld müsst ihr noch pflügen, ihr Lieben, und dann habt ihr es geschafft. Hier ist die Aussaat drauf. Wachstum, 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 Brache, Brache, Wachstum. Ausgezeichnet. Das heißt, wir sollten eigentlich jetzt schon wieder genug Bevölkerung zur Verfügung haben, die wir jetzt an anderen Stellen verteilen können.
Zum Beispiel wieder in unseren Textilfabriken oder im Weber, besser gesagt. Na, Männer möchte ich dafür nicht unbedingt haben. Es geht mir in allererster Linie um die Frauen natürlich, selbstverständlich. Die Männer brauchen wir für Bauarbeiten. Na gut, okay, jetzt gehen wir noch zum Schneider. Also es gibt so manche Kandidaten, die sind richtig heiß auf den Job. Gerade auch bei den Männern, die sich da ganz gerne mal verausgaben. Ja, was habt ihr jetzt gekauft, was so unheimlich teuer ist? Die haben sich Sonnenblumenöl gekauft. Und das ist teuer. Können wir die Preise von einzelnen Handelswaren anpassen? Das wäre jetzt natürlich super, wenn wir hier noch im Marktplatz die Preise für Sonnenblumenöl kontrollieren könnten. Dann könnten wir sagen, für den Verkauf in unserer Siedlung ist das Sonnenblumenöl nicht so teuer. Wenn wir aber damit in den Handel gehen, wie jetzt zum Beispiel mit Merefa, dann wollen wir richtig viel dafür. Aber das ist offensichtlich hier nicht möglich. Das ist ein bisschen schade, aber das bringt uns nochmal 100 Taler in die Kassen. Tja, wenn wir 100 Taler in der Kasse haben, dann gehen wir jetzt auch nochmal in den Löhnen etwas nach oben. Und ich denke, dann sollte diese Familie sich auch mehr Sonnenblumenöl leisten können, beziehungsweise einfach weniger ins Minus rutschen. Aber mit Mehl und Sonnenblumenöl könnt ihr jetzt natürlich nicht ganz so viel anstellen. Ihr solltet euch wahrscheinlich eher noch ein bisschen Fisch zulegen. Und wenn wir schon von Fisch gerade sprechen, dann sollten wir hier auch noch 3 Fischer wieder einstellen, damit hier auch nichts anbrennen kann, denn der Fischbestand ist schon wieder ein kleines bisschen gesunken. Aufpassen müssen wir jetzt in diesem Erntezyklus, dass uns wieder alle Boote zur Verfügung stehen. Das heißt, möglicherweise müssen wir diese 2 Boote hier bald ersetzen, denn die sehen nicht mehr ganz so gut aus. Und darauf achten, dass wir hier bei Gelegenheit den Bootsbauern noch mit einstellen. Insgesamt betrachtet, ich glaube, läuft es gut. Wir können uns ein kleines bisschen auf den Lorbeeren der errichteten Arbeit ausruhen. Dieses Haus müssen wir gut im Blick behalten, damit hier wirklich nichts anbrennt. Aber ich glaube, das wird alles werden. Ich hoffe, ich habe alles bedacht und auch erwähnt. Wenn nicht, müsst ihr mich rügen. Und ja, ich habe jetzt nochmal auf mein Zettelchen geguckt. Ich denke, ich habe soweit alles abgearbeitet. Ich muss mich jetzt erstmal auf den Weg machen, auf die Arbeit und ja, die Folge beenden an dieser Stelle, aber es ist ja auch schon wieder über eine halbe Stunde erreicht und deswegen ist das auch verträglich für euch und auch nicht zu lang. Wenn ihr mögt, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe, alles Gute. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und ich sage Tschüss und Ade. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Passt auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss und Ade, sagt der Lama.